Auf einmal kommen die Herren schon herein, es waren aber Partisanen. Der MP binnen einer halben Stunde das Haus verlassen. 50 Kilo Gepäck, alles andere muss stehen bleiben. Also was nehmen wir schnell in 50, in einer halben Stunde, was nimmst du da? Schnell Kleider. Ich habe eines über fünf Kleider angekauft, eines über das andere. Die Mutter eines, wir haben die Bettwäsche, alles verräumt gehabt. Wir haben nichts gehabt, eine Milchkanne, zwei Löffel, eine Gabel und ein Messer. Und eine Milchkanne, da haben wir Fett drinnen gehabt, das haben sie uns weggenommen auf der Grenze. Ich hätte das Fahrrad nicht gehabt, das haben sie uns auch genommen. Und haben Sie Pferde gehabt? Oder sie Pferde, ja. Die haben wir in den Stall hineingestellt. Und wie wir es in den Stall hineingebracht haben, sind die schon gekommen in einer halben Stunde weg. Und wir hätten aber gar nicht weit gehabt, wären wir schon da in Leipzig. Ja, leider. Es war zu spät, nicht? Und wie wir daher gekommen sind, da auf die Grenze, haben es kontrolliert, was wir da haben. Wir haben eine, so ein großes Leiterwagen, das steht noch bei mir zu Hause in der Garage. 62 Jahre. Und wohin sind Sie gegangen? Da hin nach Kleindachsen. Und was haben Sie dort gemacht? Also Sie haben also, gekauft? Die fragen uns, wo wir hingehen, Kleindachsen. Ja. Da war ein Verwandter von mir, ein Onkel. Ja, wo geht's denn hier hin? Ja, wir wissen das nicht. Und die, was uns verjagt haben, die haben gesagt, weil mein Vater gefragt hat, der hat auch Tschechisch gekannt, und hat er gesagt, wo soll man denn hingehen? Hat der eine gesagt, geht's zum Hitler. Und wir haben ja mit Hitler nichts zu tun gehabt. Nicht? Bei uns ist alles durchsucht worden, ob wir Hitlerbild oder Partei oder sowas gehabt haben. Die Fahne haben sie gesucht, alles übergekehrt, nichts haben wir gehabt. Und über der Herr, also Sie sind bei den Onkel geblieben? Nein, der hat uns nicht behalten können, weil wir ja Vater, Mutter, ein Stiefbruder und ich. Und dann ist noch meine Tante dabei gewesen mit zwei Kindern. Da konnte so viele Leute nicht behalten. Sie ist nur meine Tante mit ihrem Sohn da geblieben. Wir sind weitergegangen. Und woher? Nach Ilmau, wo wir sind in Ilmau. Ne? Da ist ein Schloss. Das ist weit von Klausen? Nein, Sie sehen, hier in Ihrer Umgebung. Aber wir sind dort in Ilmau zu einer Familie gekommen. Ja. Die haben wir, waren die Bekannten? Oder? Ja, die hat mein Vater gekannt, weil die haben meine, was ich, Urgroßeltern oder was, die haben dort ein Feld gehabt, ein Kleingarten in Österreich. Ne? Und die hat uns dann aufgenommen, die Frau. Die hat aber gesagt, Sie wurden schon nach Deutschland? Nein. Nein, das war ja erst zum 28. Mai sind wir herausgekommen und am 2. oder Februar oder März war da, ich weiß das nicht mehr, von Fasching. Fasching Dienstag war das, weiß ich. Wir Kinder und die Mutter, wir sind dann nach Weidhofen gekommen. Das ist weit von noch? Ja, ja, weit. Und warum gerade dort? Naja, weil der hat auch wem zum Arbeiten gebraucht und da sind ich und die Mutter hingekommen. Und die anderen Geschwister sind alle verteilt worden. Und verteilt von wer? Ja, ja. Ja, sie haben nicht bei uns können bleiben, weil wir nichts gehabt haben. Und die waren alle ältere als? Alle jüngere. Die waren in Engelbrecht. Also sie gingen in einige Kinderheime oder so? Nein. In die Familien? Nur zu den Familien sind sie gekommen. Ja. Zu den Geschwister. Österreichischen Familien? Ja, genau. Fremden? Nur zu den österreichischen Familien. Ja. Aha. Die sind alle so verteilt worden. Eine dort, eine da. Und jetzt sie blieben bei den Familien für immer? Oder? Nein. Sie sind dann auch, dann haben wir in Raps eine Wohnung bekommen, im Hof. Und da sind wir dann alle wieder zusammengezogen. Also wie viele Jahre verbrachten die Geschwister in anderen Familien? Ja, Moment, bis 14 Jahre sowas. Also
Ja. 2 Jahre? Ja, die waren 2 Jahre, 3 Jahre, 3, 4 Jahre. Die waren Jahre. Ganz klein. Ganz klein, ja, ja. Also die verbrachten 14, 15 Jahre ja, bei anderen ja. Familien und dann wieder ja. nach Raps. Ja, und dann sind wir dann alle dort zusammengekommen. Und dort haben wir dann alle weggeheiratet. Aber im Umkreis. Mhm. Wir sind alle Geschwister zusammen. Schön. Ja. Zemmendorf, Raps. 3 Jahre, 3, 4 Jahre. Die waren Jahre. Ganz klein. Ganz klein, ja, ja. Also die verbrachten 14, 15 Jahre ja, bei anderen ja. Familien und dann wieder ja. nach Raps. Ja, und dann sind wir dann alle dort zusammengekommen. Und dort haben wir dann alle weggeheiratet. Aber im Umkreis. Mhm. Wir sind alle Geschwister zusammen. Also könnten Sie uns etwas über den Bräuchen und Sitten in diesem Dorf sagen? Na, ein Kirchtag ist immer gewesen. September. Ja. Haben wir Kirchtag gehabt im Dorf. Mhm. Kirchtag? Kirchtag, ja. Und was passiert da auf diesem Tag? Nichts tanzen gehen und. Tag Tanz und abends Tanz auch. Ja. Und wo kommt bis Mitternacht? Bei Lang im Gasthaus. Aha. Und bei Moldaschl, ihrem Onkel. Es waren zwei Söhne hier. Zwei, ja. Ja, ja. Und meistens bei Hochzeiten und an bestimmten Festen. Zum Beispiel wie die Motorspritze von der Feuerwehr eingeweiht wurde. Vielleicht sind Sie auch in Stare Mesto tanzen gegangen? Ja, ich nicht mehr, ich war noch zu jung. Ah ja, genau. Ich weiß das nur aus der Erinnerung alles. Aus der Erinnerung, ja. Aber in Stare Mesto. Und dann war ja der Krieg, dann wurde das Tanzen ja aufgehoben. Während dem Krieg wurde nicht mehr getanzt. Der begann 1939, 40. Hier. Ich höre zu, ich bin alles die Gärten, die ganze Reihe hinauf, sehen Sie hier. Ja. Jeder hatte seinen Garten vor dem Haus, das war die alte Schule früher. Da war jeder hatte seinen Garten hier. Da habe ich auch noch in unserem Garten war immer grün. Kennen Sie immer grün? Da wurde hier alles gerodet. Da konnte man zu uns und da ist das Kriegerdenkmal. Das heißt, das Kriegerdenkmal ist aber zerstört worden nach 45 oder später? Nach 45. Naja, 45. Der Adler, der liegt auch im Wasser. Ah. Der Adler und die Steinsäule, ja, das liegt das auch im Adler Wasser. Liegt im Wasser. Das war's schon. Ja. Na, ganz einfach. Das ist peinlich.